Tag zusammen und willkommen zurück zu Binding of Isaac. Wir zocken heute wieder mit Isaac. Mal gucken, wie weit wir kommen. Oh, ich glaube, das sage ich so oft, ne? Mal gucken, wie weit wir kommen. Und dann kommen wir auch meistens nicht weit. Ah, Spinnies. Spuck jetzt keine Spinne raus. Oh, fick dich. Oh, das ging ja leichter, als ich dachte. Das ging ja leichter, als ich dachte. Wow. So. Da das Video mal wieder heute rauskommt, wo ich es auch aufnehme, kann ich euch mal über das aktuelle Geschehen informieren. Ich hoffe mal, dass ich heute Geld bekomme von meinem Arbeitgeber und dass ich mir dann Cube World kaufen kann, wenn die Server mal wieder funktionieren sollten. Was war denn jetzt nochmal für ein Scheißding? Keine Ahnung. Ich teste es gleich. Kann man damit fliegen? Oh oh. TNT-Pass soll ich lieber nicht kaputt machen. Nein! Wow, was war denn bitte? Alter. Oh oh. Boah, ey. Jetzt war es auch wieder ein ganz schöner Krampf. So, was haben wir da drin? Geld! Geld ist immer gut. Ja, ich hoffe mal, die Picroma-Server gehen heute mal wieder zur Abwechslung. Und dass ich dann Cube World kaufen kann. Dann können wir nämlich. Kann ich endlich mal ein Let's Play davon aufnehmen? Ich würde damit gerne anfangen. Und zwar zeitnah. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir es, ja. Ich habe mich aber auch. Ich habe mich übrigens auch umentschieden. Nachdem, was ich alles so gelesen habe. Will ich keinen Schurken mehr spielen. Ich will lieber einen Magier spielen. Finde ich cooler. Ich spiele auf jeden Fall bei Dings, bei Cube World Magier. Ach, das ist das! Ja, das hatte der vorher gebracht. Der hat ja gar keinen Schaden dadurch bekommen. Aber die Schreien sind schon mal nicht schlecht für normale Mobs wahrscheinlich. Hör auf damit jetzt! Mal piss euch, ihr Scheißfliegen. Oh. Kann das aber auch nicht sein lassen, ne? Oh! Oh! Wow! Ach! Ja, genau. Ein verkackter Alterfliege. Und die Katze fängt wieder an zu jaulen. Richtig gut. Mann, jetzt kann ich nicht lautlos machen und die anbrüllen. Ich hoffe mal, die hört gleich wieder auf. Das Problem ist, man sagt ja immer, dann ignorieren sie doch einfach. Das geht aber... Oh mein Gott, 3 Minuten. Ey, wie schlecht ich bin. Manchmal bin ich so richtig schlecht. So richtig scheiße. Guck mal, jetzt bin ich tot, jetzt ist die Katze ruhig. Ist ja klar. Aua, Mann! Alter, ich... Was ist denn los? Wieso werde ich denn dort getroffen, Mann? Wie bin ich denn heute schon wieder so scheiße? Meine Güte, schon wieder ein Herz verloren in einem Raum, wo nur Fliegen waren. Geh da hin. Ah, nimm ihn mit. Sehr schön. Ah! Die mal rumschreien, ne? Die Schweine. Na, vielleicht schaffen wir jetzt mal die erste Ebene. Das wäre doch mal nett. Fände ich voll cool. Ich möchte endlich mal bei Isaac weiterkommen, ey. Das ist der einzige Grund, warum ich das noch zocke. Aber ich schaff's einfach nicht. Das ist so schwer. Für mich. Nein. Och, Mann. Durch so eine dumme Sachen, ey. Boah, die Katze geht mir so auf den Sack. Einen Moment. So, sorry, hat jetzt ein bisschen gedauert. Boah, ey, das ist nicht normal. Die Katze ist aber auch wirklich alle paar Wochen rollig. Ich will mir kein Weibchen holen, sondern ich habe auch noch 2 Stück davon.
Wow. Ja, schieß doch noch schneller. Du Wichser. Du Wichser. Ah, Jamhard. Mann, ey. Ficken. Gar nicht drauf geachtet, dass da so ein rotes Feuer ist. Alter. Wow. Ich glaube, ich bin auch zu langsam für dieses Spiel. Ich reagiere viel zu langsam. Ah, Damage ab. Das ist doch schon mal gut. Jamhard und Damage ab. Das kann doch nur was werden, Leute. Das kann doch nur was werden. Jetzt zocke ich hier bestimmt 3 Stunden durch. Schauen wir mal. Ne, 3 Stunden kann ich gar nicht durchzocken. Ich muss zwischendurch noch hochladen. Die Folge ist ja für heute. Voll heftig. Hallo Monstro. Ist es Monstro? Ja. Ah, treff mich doch, du Wichser. Au, oh, Alter. Genau ein so ein Tropfen, weißt du? Er landet genau in mich drin. Ich weiß gar nicht, warum ich so schlecht schon wieder bin. Ich bin noch relativ fit. Ich habe heute nur 4,5 Stunden gearbeitet. Das geht doch eigentlich. Ist doch perfekt. Ein perfekter Arbeitstag. Aber ich werde trotzdem mal einen Kaffee trinken. Moment. Ah, das wirkt irgendwie scheiße. Bäh. Mann. Die lassen halt aber auch keine Chance, ne? Keine Chance lassen sie ein. Hallo. Ja, hör mal auf, jetzt rumzustöhnen hier. Hallo, Fliege. Ah, Jamhard werde ich mal lieber noch nicht essen. Dazu muss ich erstmal ein halbes Herz verlieren. Und das wird früher oder später sowieso passieren. Wahrscheinlich eher früher als später. Geh einfach mal hier rum. Treff die mal ein paar Mal. So, den auch nochmal. Ach, siehst du, guck mal. Kann ich mir noch aufheben. Mit Jamhard. Warte mal, hier ist der Geheimraum wahrscheinlich. Ja. Gucke mal. Lauter Geld. So. Haben wir halt auch gemacht. Jetzt kannst du nicht anfangen zu brennen. Erstmal schön die Feuer ausmachen. Weil, man weiß ja, wenn niemand im Raum ist, sollte man die Kerzen ausmachen. Und ich glaube, dazu zählt auch Lagerfeuer im Haus. Braucht aber erst ausmachen, wenn niemand mehr im Raum ist, das Lagerfeuer im Haus. Sonst könnt ihr halt anlassen. Ach, guck mal. Hallo. Hallo. Ja, da guckt da was. Hätte da jetzt nicht gedacht. The Fool. Oh, the Fool. Oder Null. Das sind Zahlen, ne? Genau wie beim The Magician, das ist Nummer 1. Was ist denn The Fool nochmal? Ah, okay. Habe ich zwar immer noch nicht so richtig gecheckt, aber okay. Es ist auf jeden Fall was zum Teleportieren. Du. Larry Junior. Bitte keine Wände, bitte keine Wände. Oh. Und auch noch farbige. Sorry, ich wollte ja bunte sagen. Hatte ich mir extra letztens vorgenommen. Mann, ich hasse das, wenn diese Steine hier im Weg sind, wa? Weiß man nie, wo man hinschießen soll, weil der Penner auch... Oh! Ja, zieh mich doch mit! Ja, genau, Alter, alles klar. Ja, Alter! Das machen die doch sonst nie. Was ist denn los mit denen? Ist auch so ultra geil, wie ich die treffe, wa?
Alter. Die kleinen Wichser. Ach, die schießen hier sogar. Guck mal, er hat sich festgebackt. Ja, wie komme ich jetzt an den ran? Na, wenn ich da oben die Kacke wegschieße, dann ist vorbei, denn. Ist er wieder frei. Wow. Alter. Meine Fresse. Range up? Ja. Mom's Heels. Nochmal den ekelhaften Kaffee trinken. Ah, irgendwann ist das schon wieder verstopft in Essenzio. Ich muss mal wieder alles frei bürsten. Das hatte ich schon mal, da habe ich mich dann gewundert, warum so wenig Kaffee nur noch rauskommt, wenn ich drauf drücke. Da habe ich in der gelesen, dass man den Filter auch mal sauber machen müsste. Wow. Aber der Filter ist so klein, dass man ihn gar nicht sieht, also von daher war das nicht meine Schuld. Das ist die Schuld von Philips. Den Filter so klein gemacht. Ah, Tatsache noch getroffen. Und da ist schon mal der Boss. Aber da will ich jetzt erstmal noch nicht hin. Oh mein Gott. Ha! Platt gemacht. So, können wir mal reingucken, ne? Müssen wir jetzt eigentlich noch zusammenkriegen. Oh, der Kompass. Müssten wir eigentlich auf dieser Ebene zusammenbekommen, die zwei Münzen. Oh, schon wieder. Und hier ist Sackgasse überall. Ja, zweimal, genau. Oh, dreimal, ey. Das ist doch nicht normal. Wie, guck mal, wie hätte ich das jetzt machen sollen? Ach, meine Maus sieht man ja dann nicht in der Aufnahme. Von allen Seiten kamen sie. Die Wichser. Da hätte ich gar nichts machen können. Ach, Wichser. Danke. Du bist ein richtiger Idiot. Alter, ich habe immer noch keine zwei Münzen bekommen, ne? Ja! Spuck mich an mit deiner Kackspinne. Komm her. Hallo, wo sind denn mal die Münzen, bitte? Ja, sicher, ey. Das wusste ich ganz genau. Ja, das kannst du ruhig machen. Die töten sich aber auch nicht selbst, ne? Techfly, ne? Ja. Nein, besser als nix. Komm. Oh mein Gott. Ja, toll. Komm her, du Scheißspinne. Ich will da jetzt hier nicht... Slalom laufen. Ja, komm. Oh, ist das eine Hure. Was ein ganzes Herz. So schnell raus hier. Zack. So, dann können wir jetzt zum Boss gehen. Ja. Oh, da ist ein blauer Stein. Habe ich gar nicht gesehen. Ah, toll. Auch keine Münzen. Nö, dann kriegen wir keinen Kompass. Ach nee, muss ich ja dann. Dann bekommen wir keinen Kompass. Doch, warte mal, ich habe den Geheimraum noch nicht geöffnet. Geöffnet. Der ist hier. Guck. Dann ist er hier. Ah. Ah, guck mal, jetzt haben wir mehr als genug Münzen. Da kann sich der Isaac sogar noch was Schönes kaufen von. Dann kriegen wir doch den Kompass. Oh, achso. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. So, noch 8. Ach komm. Den Rest brauchen wir nicht. Den finden wir auch so. Da müssen wir kein Geld für ausgeben. Obwohl, warte mal, soll ich da noch rübergehen schnell?